So, hier waren wir natürlich schon mal und sind nicht reingekommen, weil die Tür versiegelt ist. Aber mit denen müsste das jetzt gehen und dann kriegen wir auch das Galdor-Amulett. So, ist der. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Okay, da kommt noch ein Drache, denn machen wir den jetzt? Der ist anscheinend noch nicht da. Wir könnten ja schneller herreisen, aber der anscheinend nicht. Dann warten wir eben und machen in der Zeit einen Drachen, die das irgendwie beeindruckt, wenn die mir hier irgendwas erzählen wollen und den zack. Achso, ich habe zwischendurch einen Drachen umgelegt. Nur kleiner Scheiß dann, aber gut. So, denn sehen wir uns gleich vor der Drachenleiche. Oder vertäuft dir. Das wäre ja auch nicht schlecht. Da ist er. Wir haben jetzt einfach gewartet. Der Drache hat sich verkrümelt. Okay. Die weiß anscheinend, dass der Drache irgendwann mal hier war. So, hallo? Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Dem habe ich schon mal gehandelt, was? Okay. Das. Also gut, bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein. Ja. Es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Es stimmt ja wohl. So, gehen wir jetzt rein. Die hat anscheinend schon Angst. Wo sind denn aber die anderen? Sind die schon drin? Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wird. Wie ist dir? Es könnte hier irgendwo Gold geben. Okay, der erzählt uns jetzt irgendwas, ne? Aber ich glaube, hier an der Stelle würde das normalerweise starten, das Quest mit den mit der Kette. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Sartal geschehen ist. Okay. Das ist eine aufregende Gelegenheit für uns. Eine so frühe. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nein. Ah ja. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten. Gut. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe. Gut. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Okay. Mal sehen. Was machen wir mit euch anderen? Warum müssen wir denn alle was Unterschiedliches machen? Meine Lieben, warum sucht ihr nicht nach Schutzzaubern? Ja, klar. Sucht jetzt nach dem. Ja gut, aber der ist ja auch der Veränderungslehrer, ne? Der macht ja nur so einen Quatsch. So. Ups, jetzt bin ich ein bisschen tiefer, als ich eigentlich wollte, glaube ich, oder? Ist so? Ja. Ich hoffe, das war nicht falsch. Naja. So. Ja, okay, sie ist auch hier denn. Ah ja, doch, das war doch korrekt. Irgendwie. Doch weiter oben. Lederstreifen. Ich dachte, wäre was Gefahr Tolles. im Anmarsch. Das spüre ich. Seid vorsichtig. Okay. Hallo? Fasst nichts an. Okay. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ja, Mama Ich habe nicht. mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Gut. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Aha. Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie Gut. katalogisieren kann. Wahrscheinlich werden wir dabei auch Nur auf gebt nicht keinen auf, ich Fall steige auf schon voran. irgendwelche Draugr treffen. Das passiert ja nie. Warum liegen die ja einfach so rum?
Und warum macht er das nicht selber? Das ist ja Quatsch. Ist das jetzt wirklich hier der Unterricht, wie er sein soll? Ah. Aha. Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Anscheinend bin ich eingesperrt. Wie in aller Welt ist das passiert? Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Okay, mit Hilfe des Amuletts. Da komme ich ja vielleicht in irgendeine andere Ebene oder so. Ist es das hier? Hä? Muss ich das ausrüsten? Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ach, hier. Ah, vielleicht muss ich da einen Feuerball reinschmeißen. Das ist natürlich das Erste, was mir einfällt. Aha. So. Voll getäuft hier. Ne, geh mal vor. Bitte seid hier vorsichtig. So. Nun schau sich das mal einer an. No. Das scheint irgendwo hinzuführen. So. Sehen wir es uns ja genauer an. Geh los. Dann folgen wir ihm einfach nicht, dann gehen wir einfach selber vor. Hallo? Geht's hier irgendwo hin? Nee. So toll ist dir. Ha! Was macht denn der? Der trödelt rum. Ach, er ist überhaupt nicht neugierig so. Kommt mir das vor? Warum in aller Welt sollte dies denn versiegelt sein? Was ist das für ein Ort? Draugr. Sie. Was? Na, Fäulnis. Okay, sie weiß anscheinend, dass die hier sind. So, Teufel, die wird. Oh. Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Okay. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier. Ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Okay. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Ja. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Er hat keine Ahnung, ne? Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Ja. Sijik-Orden. Sijik-Orden? Seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Ja, das ist die beste Idee, ne? Seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Okay, wir fragen einfach mal. Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschwiegen. Okay. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden. Zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeum. Ich habe keine Ahnung, was Sie mit diesem Ort zu tun haben. Na gut. Lebt wohl. Wie lebt wohl? Hä, was ist mit dir los? Da sind sie. So, die. Kann der eigentlich. Ey, der macht irgendeinen komischen Zauber. Kann der auch Leute beschwören?
Okay. Oh. So, warte mal kurz. Ich würde das hier gerne vermeiden. So, halt. Mach mal kurz die Schnellheilung auf beide Tasten. F. So, was hältst du jetzt davon? Das geht so viel schneller als dieser normale Heilzauber. Und wahrscheinlich bringt er auch noch mehr Skillpunkte. Weil er ein bisschen schwerer ist als der normale Heilzauber. So. Hat dir das jetzt gereicht? Lebt er überhaupt noch? Er latscht jetzt einfach weiter, als ob nichts wäre. Eben Erzdolch, als ob. Seid bereit, euch zu verteidigen. Okay, bin ich mal. Hier geht's auf. Der trödelt mir zu lange. Ein Wicht. So, sind hier. Nein, das sind alles Wichte. Ich hoffe mal. Ja. Die sind da, meine Flammendiener. So, einmal ist der weg. Und wenn die mich boxen, gibt es ja auch ein bisschen leichte Rüstungsskill. Den nehme ich natürlich auch immer an. Also, ich glaube, Tolf, dir geht ziemlich ab. So etwas habe ich in den Nordruinen noch nie gesehen. Okay. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Okay, da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Das zu finden, was die Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Ich komme bald nach. Okay, hat er aber mitgekriegt irgendwie, dass ich inzwischen wahrscheinlich der krasseste Checker bin in Himmelsrand? Drachengeburt und Meister von der Schwarzen Bruderschaft und Meister von der Diebesgilde? Und Tane von, ich glaube, 5 Fürstentümern inzwischen. Also, ja, was willst du denn jetzt noch? Außerdem bin ich Meisterbeschwörer und habe 2 so eine übertrieben krassen Flammendiener bei. Ja. Und ich bin auch der Champion von mehreren Dedra-Fürsten, ne? Also. Ich glaube, so viel krasser kann man nicht unbedingt werden. Oh ja. Au. Haben die gerade mit. Ach, scheiße. Die haben gerade mit ihrem Schrei die Rune gesprengt. So, was macht er jetzt? Hä. Ich passe ja auf. So. Ich werde mal kurz gucken, ob ich zufällig auch einen Runenzauber habe. Genau. Dann müsste ich eigentlich auch. Bam. Okay. Damit kann ich wahrscheinlich im Moment noch am schnellsten skillen. Was Zerstörung angeht. Auch wenn es jetzt kaum Schaden macht.
Da bin ich aber auch mal gespannt, wie denn die Meisterzauber aussehen von Zerstörung. Ja. Ah ne, das ist sie gewesen. Ja, aber sind hier noch mehr? Wer sieht mich denn hier bitte? Ist Auge schon kleiner? Nee. Da ist einer. Hep. Ha! So. Hat ihn Augen geschrien. Oh. Okay. Ernsthaft? Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann machen wir jetzt hier Schluss. Und dann machen wir an der Stelle weiter. In der nächsten Folge von Skyrim.